braucht sich vor dem Nicht-Geimpften nicht fürchten. Und jetzt sage ich Ihnen zu mir persönlich etwas. Ich habe eine Vorleistung gebracht. Ich habe mich impfen lassen. Okay? Ich habe das jetzt dreimal in dem Studio, drei Wochen lang. Drei Wochen lang habe ich das jetzt in dem Studio auf und ab mal anhören können. Ich habe eine Vorleistung gebracht. Aber wissen Sie was? Offenbar war es ein Fehler. Denn mir wurde erklärt, die Impfung schützt, dass ich andere nicht infiziere. Und wir kommen immer mehr drauf, der Geimpfte infiziert andere. Es sagte Kurz Merkel, auch Sie als oberster Vertreter der Impfer in Österreich, der Zeckenimpfer und Corona-Impfer, wenn ich geimpft bin, habe ich keinen schweren Verlauf. Und wir kommen immer mehr drauf, immer mehr Geimpfte haben einen schweren Verlauf. Sie und alle anderen sagten zu mir und wiegten uns in Sicherheit, wenn ich geimpft bin, komme ich nicht ins Spital. Und wir sehen, immer mehr Geimpfte sind im Spital. Wenn ich mir die heutigen Zahlen von Israel anschaue, dann sind 61% der Tagesinfizierten doppelt geimpft. Mir wurde gesagt, wenn ich zwei Impfungen bekomme, bin ich voll immunisiert. Und jetzt komme ich drauf, ich kann krank werden, ich kann schwer krank werden, ich kann den Virus weitergeben, ich kann intubiert werden und ich kann sterben. Also ich komme offenbar drauf, dass wenn ich Bachblüten oder Globuli homöopathische genommen hätte, besser geschützt bin als mit Ihrem sogenannten Gamechanger. Und jetzt komme ich zu dem, was ich vor 18 Monaten gesagt habe, was bis heute nicht eingetreten ist. Fahren wir das Gesundheitssystem hoch, bereiten wir uns auf solche Pandemien vor, es wird nicht die letzte sein, und forschen wir nach Medikamenten mit dem gleichen Geld, was wir Pfizer und Co., die die Preise gerade in die Höhe treiben, in den Rachen werfen, für eine Impfung, die offenbar nicht das verspricht, was uns Kurz, Merkel, Sie und alle anderen gesagt haben. Israel zeigt uns jetzt. Eine fast durchgeimpfte Population, mitten in der vierten Welle, und Sie sagen da, sitzen da und sagen, ja, die Nicht-Geimpften sind dann schuld. Wissen Sie, die Nicht-Geimpften kann man jetzt in Israel mit der Lupe suchen und die sind mitten in der sogenannten vierten Welle. Das heißt, ihre Impfung ist kein Game-Changer, sondern es ist die größte Fake-News-Schleuder, die im 21. Jahrhundert den Menschen angeboten worden ist.